Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Bevor ich mit der Lösung zu meiner Cäsar-Klausur beginne, möchte ich euch einmal zeigen, welche Videos von mir schon im Netz stehen. Bevor ich euch die aber zeige, ihr seht sie schon, möchte ich mich bei all denen bedanken, die mir liebe Kommentare geschrieben haben. Die Post wird immer netter und freundlicher und aufmunternder. Das hält mich wach und motiviert mich immer aufs Neue, mir auch immer wieder an der einen oder anderen Stelle neue Dinge für euch zu überlegen. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar. Nochmals ganz herzlichen Dank für die Kommentare. Ich bin bemüht, jeden zu beantworten. Manchmal klappt es nicht sofort, aber ich mache es. Hier seht ihr nun einmal die Videos, die ich euch schon, die schon im Netz stehen. Je nachdem, wie ihr wollt, könnt ihr da jetzt euch etwas aussuchen. Ich rufe jetzt einmal den letzten Text auf. Und zwar hatte ich ja euch einen Text gegeben über Cäsar aus dem Bellum Civile, also aus dem Bürgerkrieg, und ich dachte mir, ist nicht ganz so schwierig. Ich gehe einmal die Aufgaben alle durch. Erst wollte ich die aufschreiben, aber ich habe mich dann doch entschlossen, ich quäle euch, ihr müsst euch jetzt mein Gebrabbel anhören. Erste Aufgabe: Schreibe den lateinischen Text unter Beachtung der vorgegebenen Strukturierungshilfen. Ihr seht, ich hatte da Lücken gelassen, kolometrisch auf. Auf geht's. Ihr seht, dass ich schlauerweise nach diesen Lücken, die lasse ich jetzt auch stehen. So, das war das Erste. Und ihr seht hier schon, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen viel, dass der Text, das sage ich nochmal, viel schöner ist. Also, was heißt schön? Viel besser zu erkennen, zu strukturieren. Das war das Erste. Ich scroll mal eben nach unten. Zweite Aufgabe: Ablativus absolutus und ACI und Verbformen, die nicht im Perfekt stehen. Da nehme ich gleich alle Verbformen und die nicht im Perfekt stehen, gebe ich mündlich an. Also, es geht los mit quare animadversa. Das ist natürlich ein. Das wollte ich jetzt gar nicht. So. Letzter Versuch. So, jetzt müsst ihr mal. Ja, ihr müsst euch gedulden. So. Wunderbar, wunderbar. Wir machen jetzt noch so ein bisschen. Also ich probiere noch, ihr guckt euch das an und sagt dann jetzt, so, jetzt geht's endlich los, mein lieber Scholli. Ablativus absolutus. Nächste Zeile: Caesar copia suas divisit. Patemque long legionum in castris Pompeii. Ja, das, da müsste ich eigentlich mal eben, muss ich mal eben gucken. Das kann ich relativ schnell, weil ich das so oft mache. Querformat, Querformat. So ist das viel schöner. Remanere jussit. Ach so, divisit ist perfekt. Remanere ist kein Perfekt. Jussit ist perfekt. Also hätte man hier einmal Remanere aufschreiben müssen. Partem in sua castra remisit. Remisit ist perfekt. Quatuor secum legionis duxit. Duxit ist perfekt. Commodio reque itinere Pompeianis occurrere cœpit. Occurrere ist ein Präsens, steht also nicht im Perfekt, und cœpit ist wieder Perfekt. Das heißt, occurrere hätte man aufschreiben müssen. Et progressus ist im Perfekt. Milia passum sex aciem instruxit ist im Perfekt. So. Quare animadversa ist ein Ablativus absolutus. Das hatte ich ja schon angekündigt. Pompeiani in quodamonte constituerunt.
ist perfekt. Hunc montem flumen supplu ebat. Supplu ebat ist kein Perfekt, sondern ihr seht an dem BA, dritte Person Imperfekt. Also haben wir remanere, occurrere und supplu ebat. Und wir haben zwei Ablativi absoluti. Jetzt haben wir vor lauter Schreck, wie gut wir das alles gelöst haben, den ACI vergessen. Und zwar machen wir nochmal eine Wiederholung. Man erkennt ja ein ACI erstmal daran, dass da ein Infinitiv in der Gegend rumsteht und es muss ein übergeordnetes Verb sein. Da haben wir jetzt nicht viel Auswahl. Wir gucken einmal hier hin. Commodiori quae itinere Pompeianis occurrere cupit, da finden wir keinen Akkusativ. Und hier oben haben wir überlesen, remanere ist der Infinitiv, jussit ist das übergeordnete Verb. Und wenn ihr jetzt in Richtung Satzanfang geht, dann seht ihr et partem, ist der Akkusativ, also haben wir hier den ACI gefunden. Jo, ich scroll mal eben runter. Erste Aufgabe haben wir gemacht. Zweite Aufgabe, Ablativus Absolutus als temporalen Nebensatz. Das machen wir gleich in der Übersetzung. Die ACI-Konstruktion haben wir, die Verbform, und jetzt übersetzen wir das. Und zwar sage ich noch einmal, wie übersetze ich jetzt so einen Text? Das Verb ist Träger des Satzes, nicht nur im Lateinischen, sondern in vielen anderen Sprachen auch. Und aus diesem Grunde ist es unabdingbar, unerlässlich und auf jeden Fall erforderlich, dass ihr die Verben sauber übersetzt. Es hat auch keinen Zweck, dass ihr ratet. Wenn ihr ratet, macht es nur noch schlimmer. Verbübersetzung bedeutet, dass ich in einem Lexikon das Verb nachgucke und auch die Form des Verbs bestimmen kann, mithilfe einer Grammatik. So, wir machen einmal quare animadversa, übersetzt als temporaler Nebensatz, nachdem diese Sache wahrgenommen worden war. Queres ist diese Sache und animadvertere heißt wahrnehmen, das ist ein PPP, ein Ablativ, nachdem diese Sache wahrgenommen worden war. Divisit. Er sie es hat geteilt. Zweite Zeile. Caesar hat seine Truppen geteilt. Dritte Zeile. Ein ACI. Zuerst das übergeordnete Verb. Er hat befohlen. Und jetzt kommt ein Das-Satz, den man linear von vorne nach hinten übersetzt. Also, er hat befohlen, dass ein Teil der Legionen in den Lagern oder im Lager des Pompeius, ich glaube, da fehlt ein I, Pompeius, Pompeii, zurückbleibt. Remisit, er hat zurückgeschickt. Also, einen Teil in sein Lager hat er zurückgeschickt. Duxit, er hat geführt. Und zwar wen? Quatuor secum legionis. Vier mit sich Legionen. Also auf Deutsch, er hat vier Legionen mit sich geführt. Das nächste ist ein bisschen schwieriger. Commodiore ist ein Ablativ. R und itinere ist ein Ablativ. Da haben wir eine Kangekongruenz. Kommod kennt ihr vielleicht angenehm als Fremdwort. Commodus heißt angenehm, commodius heißt angenehmer. Also, er begann entgegenzulaufen den Pompeianern auf einem angenehmeren Weg. Lasse ich einmal so stehen. Ich möchte euch hier eine ganz wörtliche Übersetzung geben. Letzte Zeile. Und instruxit, er hat aufgestellt. Die Schlachtreihe. Jetzt kommt die zweite Schwierigkeit in dieser Arbeit. Progressus, milia passum sex. Das Progressus ist ein Partizip, Entschuldigung, ein Partizipium Konjunktum von progredi. Progredi heißt vorrücken und vorgerückt 6000 Doppelschritt, also 6 Meilen. Und nachdem er 6000 Doppelschritt oder 6 Meilen vorgerückt war, stellte er die Schlachtreihe auf.
Wie oben, qua re animadversa, nachdem diese Sache wahrgenommen worden war. Konstituierend haben sich niedergelassen. Pompeiani, die Pompeianer, wo? Auf irgendeinem Berg. Supluebat. Supluebat, er sie es umfloss oder umspülte. Flumen, der Fluss umspülte diesen Berg. So, das war's schon. Ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich das nicht aufgeschrieben habe. Wenn ihr was nicht mitbekommen habt, spult ihr einfach das Video zurück. Okay, müsst ihr euch mein Gelaber nochmal anhören, aber ihr werdet es überleben. Ihr seht, wenn man das so strukturiert, so wie es hier jetzt vor sich, wie ihr es hier vor, auf dem Bildschirm habt, dann kann man, wenn man so ein minimales Wissen von Grammatik hat, relativ leicht, in Anführungszeichen, so einen Satz übersetzen. Aber man muss ihn strukturieren. Nochmal als oberstes Prinzip, auch für die nächsten Klassenarbeiten, ihr geht immer vom Verb aus und haltet das Verb ganz fest und baut damit den Satz auf. Ja, ich scroll nochmal runter. Jo, hab ich gemacht. Ich bedanke mich bei euch allen für die vielen lieben Kommentare, habe ich schon am Anfang gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch für die Rückfragen, die ihr habt, kritische Rückfragen, Sachrückfragen, verspreche euch. Die nächste Lateinarbeit, die ich ins Netz stelle, ist nochmal über Cäsar, dann allerdings mit einem etwas schwierigeren Text und natürlich wieder Grammatikaufgaben. Ich freue mich auf das nächste Mal, wünsche euch viel Spaß und sage Tschüss.